Ihr könnt euch allesamt freuen, denn das angekündigte Kursziel des vorgestellten Short-Setups wurde punktgenau getroffen. Aber was heißt es jetzt für die Korrektur im Goldpreis? Können wir uns schon entspannt zurücklehnen, fleißig nachkaufen und auf geht's in Richtung Norden? Das sollten wir uns nochmal ganz genau anschauen und dafür nehme ich euch heute in diesem Video mit. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran und erfahrt sämtliche Details. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Schaut euch das mal hier an. 1.943,25 Dollar. Hier war es angekündigt. Hier lag unser Kursziel für unser sehr kurzfristiges Short Setup im Goldpreis. Und das wurde jetzt aktuell erreicht. Und prompt macht der Kurs hier eine Kehrtwende. Aber was ist denn schon dieser Frage? Wollen wir nachgehen? Wir fangen wie immer im Tageschart an, um einen Überblick über den ganz langfristigen Chart zu bekommen. Und dann arbeiten wir uns über den H4 in den M15 vor. Also bleibt dran. So, wir hatten ja schon gesagt, das letzte Mal, das, was wir jetzt ja aktuell sehen, diese Korrektur nicht die Korrektur sein wird oder nicht die Korrektur sein sollte, die uns im Kontext dieses bullischen Aufbaus seit September letzten Jahres interessieren wird. Ja, da muss es erst die Phasen haben wir verpasst und deswegen muss es jetzt nochmal ein paar Zyklen hochgehen und dann bekommen wir hoffentlich irgendwann mal unsere entsprechende Korrektur, die uns dann den Weg weiter in Richtung 3000 Dollar und darüber hinaus zeigen sollte. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Was ist, wenn das nicht der Fall ist und wir weiter korrigieren? Klar, also für die Goldbullen, für die ganze fundamentale Situation für das Gold, müsste es schon echt ziemlich, ziemlich schlecht laufen, damit das Ganze hier wirklich zusammenklappen sollte. Aber gehen wir mal davon aus, einfach mal so ein Schreckensszenario, ja, wovon wir jetzt aktuell noch keine Grundlage sehen, aber dass wir es einfach mal so auf dem Schirm haben und dann gucken wir uns die bullische Seite wieder an. Sollten sich die Bären hier durchsetzen, weitere Short-Aufbaumuster bilden hier auf Tageschart, das wird ja Monate dauern, ne? Und dann spätestens, wenn wir hier unter diesen Kursen von September letzten Jahres drunter sind, gehe ich davon aus, dass wir sogar in den Bereich 1331 Dollar zurückfallen sollten. Würde nicht heißen, dass der gesamte Aufbau seit 2015 unbedingt kaputt gehen würde. Es könnte dann immer noch weiter hochgehen, ja? Auch in Richtung 3000, 4000, 5000 Dollar. Aber die Korrektur würde dann wahrscheinlich zwangsläufig in diesem Bereich hinunterlaufen. Aber wie gesagt, davon sind wir jetzt noch weit entfernt, deswegen will ich da auch gar nicht großartig näher darauf eingehen. Also Tageschart, wie gesagt, nicht wirklich was Neues, deshalb arbeiten wir uns gleich mal in den 4-Stunden-Chart vor und dort ist es viel interessanter. Klar ist, wir haben mit einer Korrektur gerechnet und das ist auch gut so, die kann auch gerne kommen und er hat jetzt keine Auswirkungen auf den bullischen Aufbau, den wir seit September letzten Jahres gesehen haben. Im Gegenteil, es ist gesund, es muss sein, es musste sein, wir haben nur drauf gewartet und jetzt müssen wir eben gucken, wann setzt sich das Ganze weiter in Richtung Norden fort. Ja, auch im H4-Chart hatten wir die 1943 hier in den Fokus gerückt, das wurde auch hier abgeholt, logischerweise. Und der einzige Punkt, den ich hier löschen würde, den ihr auch von euren Notizen gerne rausnehmen könnt. Ich hatte hier als der Kurs noch ein bisschen gefallen ist, in den letzten Wochen hatte ich gesagt, sollten wir über die Marke von 2011 Dollar drüber steigen, dann ist dieser bearische Aufbau hier, also dieser Korrekturaufbau erstmal vom Tisch und müssen uns darauf einstellen, dass gleich neue Hochs kommen. Aber das hat sich mit dem neuen Tief von heute erledigt. Ich gehe auch gleich nochmal auf dieses neue Tief ein und auch den Impulshintergrund, den es jetzt von fundamentaler Seite her gab. Aber diese Marke, die könnt ihr getrost löschen. Was ich jetzt hier sehr, sehr interessant finde, ist zum einen der Punkt, dass wir jetzt hier an einem Tief angelangt sind, zyklisch, wo sich jetzt hier auch so ein bearischer Aufbau auftun könnte. Ja, den müssen wir dann genau im Blick behalten, ob der dafür sorgt, dass dieser bullische Aufbau hier in Gefahr gerät oder eben nicht. Was mich außerdem noch interessieren wird hier auf dem, sagen wir vom Anlagehorizont her, mittel- bis langfristigen H4-Chart wäre, wenn sich jetzt hier in Kürze ein neues bullisches Aufbaumuster zeigt und wir dann eben weiter in Richtung Norden vordringen können. Akute Handlungsempfehlungen quasi oder beziehungsweise sehe ich jetzt für mich her nicht. Das Einzige, was ich euch auf jeden Fall hier noch auf dem Weg geben möchte, und da sind wir in der ähnlichen Situation wie im Silberchart. Vom großen Aufbau her ist es so, dass wir natürlich auch so einen Killpoint haben, der diesen ganzen Aufbau in Gefahr bringen könnte. Dann wäre der erst einmal vom Tisch, könnte sich neu aufbauen, aber ja, der Drive wäre eben weg und das wäre sehr, sehr schade natürlich für die Goldbullen. Dieser
Punkt, dieser Killpoint liegt aber noch sehr, sehr weit entfernt, und zwar im Bereich der 1787er Marke. Also selbst wenn wir jetzt gleich auf dem kurzfristigen M15 Chart die Killpoints ein bisschen näher haben und die Korrektur vielleicht auch größer wird möglicherweise auf dem M15, heißt das nicht, dass wir auch auf dem vom langfristigen Anlagehorizont her, ja, also H4 Daily und so weiter, dass dort dann alles kaputt ist. Ja, also einfach eine größere Korrektur. Also der H4 Chart hat bis 1788 Platz, könnte sogar hier drunter spiken, Hauptsache wir sehen keine 4 Stunden Schlusskurse drunter, dann wäre diese Struktur kaputt. Im Moment ist es halt einfach nur eine Korrektur, und die hat einfach auch so ein gewisses Mindestziel erreichen müssen, und dieses Mindestziel lag eben so im Bereich der 1960, 1970. Also wir mussten sowieso mal hier runter, ja, wir können uns das mal angucken, wo es genau lag, ja, so in dem Bereich der 1968, 1969 mussten wir sowieso runter, damit wir das als wenigstens mal sinnvolle Korrektur überhaupt bezeichnen können. Deshalb denke ich, bleibt und sollte auch die große Panik hier ausbleiben im Goldpreis. Und ja, jetzt ich gehe davon aus, dass wir nochmal ein neues Tief sehen, also dass dieses Tief von der letzten Stunde jetzt oder vom aktuellen Bereich, das ist jetzt zur Stunde für alle, die es die Video ein bisschen später anschauen, das Tief liegt aktuell bei ungefähr 1939 Dollar. Ich denke, dass wir in den nächsten Stunden auch nochmal weitere Tiefs sehen. Also, dass es das jetzt noch nicht war. Und ich gehe gleich nochmal auf den kurzfristigeren Anlagehorizont ein, und ich gehe auch gleich nochmal auf die fundamentalen Rahmenbedingungen ein. Aber bevor wir uns das alles anschauen, möchte ich euch einen Tipp an die Hand geben. Und zwar, sicherlich sucht ihr immer mal ein paar frische Impulse für euer Trading und schaut deshalb am besten mal bei meinen 3 schnellen kostenfreien Trading-Tipps vorbei, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Trading völlig neu gedacht. Pausiert das Video kurz, meldet euch fix an und dann geht's weiter. Viel Spaß damit. Und nachdem ihr euch die Tipps gesichert habt, machen wir weiter im Text. Ja, warum kam es jetzt überhaupt aktuell zur Stunde zu diesem Absturz? Was war der Impuls? Also wir haben ja nur drauf gewartet. Ja, also das Ziel wurde erreicht, rein charttechnisch schon im Vorfeld ermittelt. Und manchmal fehlt dann eben noch so ein bisschen die Initialzündung, die das Ganze dann auch pusht. Und zwar sind die US-Daten rausgekommen. Wir haben zum einen, ich habe euch da mal was rausgesucht, ziemlich wichtig, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. So, die sind besser als erwartet. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich aber noch in den Kontext einordnen. Und zwar gab es das letzte Mal 225.000, erwartet wurden jetzt 250.000. Ja, also nochmal eine Schippe drauf, dass es nochmal mehr, deutlich mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden. Es waren jetzt aber bloß 229.000. Ja, kann man jetzt auch wieder so ein bisschen sehen, ne? Es ist immer noch mehr als das letzte Mal, nicht ganz so viel wie erwartet, aber das stärkt natürlich den Dollar ein Stück weit. Und ähnlich sieht es beim Bruttoinlandsprodukt aus für das Q1, ja, also für das erste Quartal. Das letzte Mal hatten wir 2,6%, erwartet waren jetzt 1,1%. Also deutlich mehr als halbiert, und rausgekommen ist jetzt die Hälfte mit 1,3%. Also wir sind besser als die Prognose, oder die US-Daten sind besser als die Prognose, immer noch schlechter als das letzte Mal. Und das müssen wir so ein bisschen in Kontext setzen. Ja? Also von der Dollarseite her oder beziehungsweise von den Staaten her haben wir jetzt keinen enormen Push bekommen, was die Zahlen anbelangt. Keine große positive Überraschung. Es ist lediglich so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, ja, der das Ganze so ein bisschen besser macht, als man vielleicht erwartet hat. Aber ihr wisst, fundamentale Daten muss man immer so ein bisschen, ja, relativ sehen. Das ist immer ganz schön schwammig, das ist subjektiv, da kann man ganz viel drum herum reden um den heißen Brei, und das, ja, ich mag es nicht so, ich beziehe es immer mal ein, weil ihr das euch teilweise wünscht, aber ihr habt ja gesehen, also auch ohne diese Daten haben wir im Vorfeld schon rausgefunden, wo das Kursziel liegen wird, das kurzfristige, und das ist auch erreicht worden. Ja, das ist dann jetzt aktuell zur Stunde passiert ist, das sind dann halt eben die Daten, die das hinschieben, aber das schaffe ich auch ohne Daten, das zu ermitteln. Ne? Bloß mal so, dass wir diesen fundamentalen Rahmen immer ein bisschen in dem richtigen Kontext sehen. Ja? So, und jetzt gucken wir uns mal den kurzfristigen Part an. Wir schauen uns mal an, wo der eigentliche Beginn war. Wir hatten
Wir hatten das ganze Bullish jetzt schon eine ganze Weile verfolgt hier im Goldpreis und nur darauf gewartet, dass es jetzt mal zu einer Korrektur kommt. Und die hat sich dann hier schön mit der bärischen Aufbauphase rund um den 10.5., also Anfang Mai, gezeigt. Und da hatten wir auch das entsprechende Short-Setup vorgestellt. Ich hatte auch gesagt, das wäre jetzt hier der Punkt, wo es sinnvoll wäre oder wo ich mich in Richtung Süden einklinken möchte. Und das Ziel lag eben bei 1943 Dollar. Und da ist man hier auch mit einem, ja, mit einem ganz ordentlichen Chance-Risiko-Verhältnis von mehr als 3 zu 1 hier an den Start gegangen und das ist natürlich extrem erfreulich. Und hier gehe ich aber davon aus, rein zyklisch. Also sollte sich die Korrektur einfach noch so ein bisschen sauber fortsetzen, dann wären wir hier noch nicht bei einem Tief, was mich interessiert. Ja, also rein zyklisch betrachtet müssen wir diese kleine Erholung, die wir jetzt gesehen haben, die musste auch bis hierher gehen, mindestens bis in den Bereich der 1950 Dollar. Das hat sie getan, aber ich gehe eben davon aus, dass wir nochmal neue Tiefs sehen und dann vielleicht nochmal den Startschuss für eine weitere bärische Aufbauphase, also dass die dann abgeschlossen ist und dann können wir vielleicht sogar noch ein weiteres Kurs in Richtung Süden ausmachen. Aber wie gesagt, die bullische Phase ist ja noch aktiv, deswegen sprechen wir darüber, was müsste denn passieren, damit wir weiter in Richtung Norden gehen können. Also, zum einen wäre es natürlich schön, wenn sich mal wieder eine bullische Aufbauphase auftut. Ja, das hat sie schon mal getan und zwar hier in den letzten Tagen, seit dem 19. und 18.05. hatten wir mal so eine bullische Aufbauphase gesehen, aber da das Kursziel auch noch nicht erreicht worden war und das im Regelfall erreicht wird, ja, war das einfach ein bisschen abwegig, dass diese Aufbauphase auch sich durchsetzen kann. Es hat auch zyklisch nicht wirklich Sinn gemacht. Und was noch erschwerend hinzukommt, wir haben hier oben eine Trendlinie, die hatte ich schon das letzte Mal in den Fokus gerückt, letzte Woche, und die ist bei weitem noch nicht überschritten worden, beziehungsweise schaut euch das mal an, ne? Also vom Winkel her sieht es ganz, ganz blöd aus. Also da müssen wir jetzt aktuell hier entweder rasant in einem Rutsch nach oben steigen oder das Ganze würde sich eben noch ziehen, 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 bis wir irgendwann wieder dann über die Linie drüber sind. Was ich mir auch durchaus vorstellen kann, ne? Der Sommer steht vor der Tür und ihr wisst es alle, Trading im Sommer ist manchmal nicht so geil. Ja, also weil einfach der Markt doch viel, viel seitwärts läuft. Manchmal stehen wir am Ende des Sommers bei den gleichen oder ähnlichen Kursen wie zu Beginn des Sommers. Das müssen wir uns immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Deshalb, ja, muss natürlich hier vorsichtig sein, was wir tun. Aber wie gesagt, weder eine bullische Aufbauphase ist aktuell da zur Stunde, in keinem Timeframe, noch sehe ich irgendwie das Überwinden von wichtigen Trendlinien oder auch von den Volumina her, sehe ich jetzt momentan noch keinen Abschluss, der uns sagt, ja, da hier geht irgendwie gleich was los. Ich denke, da bekommen wir in den nächsten Tagen und bis nächste Woche dann viele wertvolle neue Infos und da können wir dann entsprechend nächste Woche drüber sprechen. Aber bleibt noch dran, wir sind noch nicht durch, denn auch hier gibt es natürlich einen Killpoint. Und zwar, falls ihr in den Videos immer gut aufpasst, ich mache ja keine Multi-Time-Frame-Analyse. Also ich vergleiche ja nicht Tageschart mit M15 oder so ein Käse, sondern ich unterteile den jeweiligen Timeframe in drei Trendebenen, in den kleinen, mittleren und großen Trend. Und der große Trend hier im M15-Chart, der Bullentrend, die große bullische Aufbauphase, die hat eben einen Killpoint und zwar im Bereich von 1906,71. Und wenn wir hier drunter kommen, nachhaltig, ja, also da reicht hier nicht so ein kleiner Dip drunter, sondern müssen wir schon nachhaltig drunter kommen unter diesem Bereich, dann wäre diese ganze bullische Aufbauphase im M15-Chart seit September letzten Jahres akut gefährdet oder lass mich nochmal schauen, dass die gleiche ist. Ja, genau, September letzten Jahres, klar, das ist ja das ganze bullische Aufbau. Die wäre eben akut gefährdet und ja, dann müssten wir gucken, was sich da neu entwickelt, beziehungsweise vielleicht sogar weitere Short-Orders zur Absicherung oder vielleicht auch wiedergewinnorientiert aufbauen. Aber müssen wir mal gucken. Und ihr seht schon, das Ganze ist natürlich doch ein Stück weit kalkulierbar. Ja, und wenn du Trader oder Investor im Bereich Aktien, Rohstoffe, Währung oder Kryptos bist und vom relativ planlosen und glückabhängigen Abschätzen von Handelschancen in regelbasiertes, absolut objektives und stressfreies Analysieren wechseln möchtest, dann können wir dir helfen. Wir haben für jedes Erfahrungslevel die passenden Ansätze parat und können dich innerhalb einiger Monate voller Aha-Momente deinen Wünschen näher bringen. Melde dich einfach unter www.sogetrading.de oder über den Link in der Videobeschreibung für dein kostenfreies Erstgespräch und lass uns schauen, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich schnellstmöglich dorthin bringen können. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance. So geht Trading. Euer Peter Seidel.